Hallo, kommt rein. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Da haben sich zwei gefunden. Patrick und Dotti. Der sehbehinderte 36-Jährige hat das Huhn vor dem Schlachten gerettet. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Freundschaft oder Liebe? Ich gebe schon zu, dass ich mich so ein bisschen in sie verliebt habe. Also tatsächlich genieße ich es, mit ihr halt so rumzuknuddeln. Also das macht die auch sau gern. Und gleichzeitig so gibt sie mir auch so ein bisschen Stabilität und alles. Ich glaube, dass, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass wir uns da ergänzen. Normalerweise werden Hühner als Nutztiere und nicht als Haustiere gehalten. In Remseck am Neckar ist das anders. Patrick Brandl hält sein Huhn in der Wohnung mit dem Segen des Veterinäramts. Einen kleinen Balkon hat Dotti auch. Das hier ist eigentlich, ich nenne es Dottis Sommerreich so ein bisschen. Im Winter bleibt sie mehr oder weniger drin, weil gerade diese Legehennenrasse nicht so viel Kälte ab kann. Im Sommer wird es dann immer hergerichtet. Da wird dann ein bisschen Gras ausgerollt und dann kriegt sie ein größeres Sandbad. Und dann ist die eigentlich den ganzen Tag hier draußen, faltet sich aus wie so ein Solarmobil und schert dann rum und macht. Wochenlang war Stallpflicht wegen der Vogelgrippe. Jetzt darf Dotti endlich wieder raus. Ausflug nach Stuttgart. Sein Huhn transportiert Patrick in einem luxuriös ausgestatteten Rucksack. Mit Licht, Heizung im Winter, Ventilator im Sommer. Im Restaurant sind die beiden die Attraktion. Weil Dotti Nudeln liebt, gibt Patrick ihr natürlich was von seinen Spätzle ab. Von seinen Restaurantbesuchen postet Patrick Videos in den sozialen Medien und bekommt mehr Klicks als mancher Promi. Viele sind begeistert. Manche machen sich lustig über die beiden. Natürlich berührt mich das dann auf der einen Seite peinlich. Ich fühle mich dann auch wie so eine Witzfigur ein bisschen. Aber letztendlich ist es dann halt auch so, dass die selber das dann in irgendwelche sozialen Medien posten und mir dann letztendlich auch irgendwie wieder die Arbeit abnehmen. Das heißt, die Leute, die mich stalken, sind meine Leute, die mich dann wieder vorantreiben, so letztendlich. Nach dem Essen ein kleiner Verdauungsspaziergang auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Doch Dotti hat irgendwie keine Lust darauf, will lieber Siesta machen und die Frühlingssonne genießen. Ein Hingucker. Normalerweise geht man mit dem Hund an der Leine spazieren oder es wird mal eine Katze ausgeführt. Aber ein Huhn an der Leine, schon eine Sensation. Also ich finde es gut, ich finde es süß. Ja, die haben eine gute Verbindung. Merkt man das? Ja, also ja. Er geht sehr gut mit dem Huhn um. Der Chicken Daddy und seine Freundin mit Federn. Ein ungewöhnliches Gespann. Nicht nur im Netz, auch in Stuttgart sind die beiden inzwischen kleine Stars.